Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Und ihr seht doch schon, wir haben hier einen neuen Lord stehen. Es ist nicht mehr die eine unbekannte Person, nein, es ist jetzt eine andere unbekannte Person. Und ich habe da so ein Gefühl, dass wir noch sehr genau rausfinden werden, um was für eine Person es sich hier behandelt. Finde ich klasse gemacht, dass sich hier der Startbildschirm ändert, nachdem wir die eine Szene gesehen haben. Aber wir machen jetzt zuerst einmal weiter hier mit dem geladenen Spielstand. Und zwar da, wo wir aufgehört haben. Es war im Wohnmodul 82 Ost auf der Citadel Station. Und da hatten wir ja noch die ein oder andere Quest zu erledigen. Diese Folge wird etwas verspätet hochgeladen, hängt damit zusammen, dass ich erkältet war und falls ich etwas verschnupft klinge oder etwas rau von der Stimme her, das liegt daran, dass ich immer noch ganz leicht erkältet bin, aber es geht schon wieder, es reicht zumindest, dass ich aufnehmen kann und Cray ist auch fertig damit, das Gras im Wachsen zuzuschauen und wir laufen jetzt mal los, wir wollten nämlich wieder zum Unterhaltungsmodul, denn da hatten wir glaube ich noch eine Quest in der Kantine zu erledigen. Stillgestanden, Soldaten! Ich sagte, stillgestanden! Was macht ihr denn da? Ja, das sind absolute Profis hier am Werk, das sieht man gleich. So, oben können wir immer noch nicht hin, aber wir gehen nach unten hin. Ich glaube, oben werden wir auch niemals rein können. Wichtig ist, dass wir erstmal hier in die Kantine... nein, das ist ja gar nicht die Kantine. Hallo, du da. Nee, wir reden mal mit dem da hinten. Vielleicht kann der uns ja was zu dem Blaster sagen, den wir gefunden haben. Denn er ist ziemlich... Nein, komm, wir gehen erstmal zu dem da hinten. Machen wir es der Reihe nach. Hey, du da. Dendis Bobo, Dobo. Willkommen, kann ich etwas für euch tun? Klar, könnt ihr etwas über diesen Blaster sagen? Solche Dinge verkaufe ich nicht. Er scheint in einem ganz guten Zustand zu sein, aber ich weiß nicht, was er wert ist. Ich schätze, er wurde modifiziert. Mit illegalen Waffen kenne ich mich nicht aus. Mein Bruder handelt mit so unsicheren Dingen. Er weiß bestimmt mehr darüber. Lasst euch von ihm nichts andrehen. Uns trennen nur ein paar Regale, Dendris. Ich höre laut und deutlich. Ich höre dich laut und deutlich. Okay, dann gehen wir mal. Damit haben wir noch einen Tagebucheintrag, der besagt, dass wir mal hier rübergehen sollten. Und genau das machen wir auch. Hallo, Samhan oder Samhan oder Dobo. Willkommen zurück. Wie kann Samhan Dobo euch behilflich sein? Könnt ihr mir was über diesen Blaster sagen? Lasst mich einmal einen Blick darauf werfen. Sehr interessant. Ausgezeichnete Handwerkskunst. Aber ich kann euch nur sagen, dass es sich um einen Blaster handelt mit einem Upgrade. Oh, Okay. Ich denke, dass ihr mir nicht alles sagt. Und wieso interessiert euch das? Ganz einfach, ich möchte wissen, wer die Waffe verkauft hat, mit denen ich angegriffen wurde. Ich gebe gerne zu, dass ich es verkauft habe, aber ich verkaufe viele Dinge. Ihr könnt mir schlecht vorwerfen, dass ich mein Geschäft betreibe, oder? Achso, genau, richtig. Dass dein Geschäft betreibt, können wir ihm nicht vorwerfen, das stimmt. Vielleicht solltet ihr euch die Leute, denen ihr Waffen verkauft, besser ansehen. Ich glaube, wenn ich könnte, würde ich. Aber... Huch. Ei, verdammt. Lest euch das mal in Ruhe durch, Leute. So, also, da gab es nochmal einen kleinen Gewissenskonflikt zwischen den beiden Brüdern. Da hat sich gerade der Popschutz von meinem Mikrofon gelöst und ich musste das gerade ein bisschen richten. Aber ich denke, ihr konntet das soweit lesen. Hoffe ich doch. Einfach mal kurz Pause machen und durchlesen. Die reden in der Regel eh zu schnell, als dass ich da wirklich mitlesen kann. Ich hörte, dass sie hier auf der Citadel Station einen regen Schwarzhandel, geben soll. Ich würde mich gerne daran beteiligen. Tatsächlich, dann sollten wir uns unterhalten, denn ich habe, sagen wir, ein gewisses Interesse an diesem Geschäft. Seid ihr verrückt? Ihr habt euch eben strafbar gemacht. Ich werde euch der TSF melden.
Ach kommt, ihr haltet mich doch nicht für so dumm, oder? Ihr habt keinen echten Beweise. Und ohne die ist das Geld der Cherka Corporation mehr als ausreichend, um mir die TSF vom Leib zu halten. Was hat die Cherka Corporation damit zu tun? Das ist interessant jetzt. Die TSF darf die Vorgänge auf dem privaten Landungsdeck der Cherka Corporation nicht überwachen. Deshalb habe ich mit Laws eine großzügige Vereinbarung über dessen Nutzung abgeschlossen. Ich würde euch gerne bei eurem Schmuggler, Operation helfen. Ich verstehe, die Dinge haben sich in letzter Zeit verkompliziert. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Was kann ich für euch tun? Von euch im Prinzip brauche ich 3 Dinge, um meine nächste Lieferung durchzuführen. Blätter von der Bachani-Pflanze im Vivarium der Etorianer, eine persönliche Schildeinheit. Oh Gott, lest euch das selbst durch, Leute. Aber zuerst brauche ich die Probe, bla bla bla, die Pflanze herausfinden, bla bla, andere Sachen wären Blätter, bla bla. Wartet im Etorianer-Komplex des Wohnmoduls. Waren wir schon dort? Ja, da waren wir schon, ich bin dort gewesen. Dann müsst ihr das Vivarium schon kennen. Sie kultivieren dort die Pflanzen, die sie von anderen, okay. Also vom Prinzip her geht es darum, dass er uns erklärt, was das für Pflanzen sind, und er braucht Proben von diesen Pflanzen. So, für seine, für andere Zwecke. Ja, und was sind das für andere Zwecke? Es gibt Käufer, die für die Extrakte sehr viel Geld bezahlen, okay. Gut, also ich muss reingehen und eine Pflanze holen. Nur ein paar Blätter, ha? Das stimmt. Also wenn ich das so überfliege, ne, wenn ich das so für mich lesen überfliege, dann komme ich da schon mit von der Zeit her. Aber ich schaffe es nicht, das einigermaßen ordentlich vorzulesen. Vielleicht auch noch mit verstellter Stimme und gleichzeitig, also nicht mehr, wenn ich die Stimme verstelle, ich schaff's nicht, dass diesen so einen riesigen Satz in der kurzen Zeit, der eingeblendet wird, verständlich vorzulesen. Wenn ich das für mich überfliege, geht's, dann weiß ich, worum es geht, aber das ist viel zu schnell. Bei KOTOR 1 hatte man wesentlich mehr Zeit dafür, teilweise sogar zu viel Zeit, dass ich es wegklicken musste, aber hier ist die Zeit zu knapp bemessen. Deswegen lest euch das am besten selbst durch. Wenn es euch zu knapp ist, pausiert kurz YouTube, wenn ihr das lesen wollt, und ansonsten werde ich nur noch kurz meine Kommentare dazu abgeben und fertig. Sehr gut, ich komme wieder, wenn ich sie habe. Gut, also, jetzt haben wir einen neuen Auftrag. Wir sollen Schwarzhandel betreiben oder eben beim Schwarzmarkt helfen. Im Prinzip werden wir ihm das Zeug besorgen, das er will. Aber nicht auf die Art, auf die er es machen möchte. Ihr erinnert euch, wir können ja zu den Etorianern reingehen. Da war eine Pflanze im Vivarium, ich hab's ja mal gezeigt, wo ich ein bisschen rumprobiert habe. Da kann man mit dem PC den Schutzschild um die Pflanze abschalten und dann die Proben nehmen und den Schutzschild wieder anschalten und so weiter und ihm das Zeug bringen. Es ist eine Nebenquest für die Cherka Corporation. Da wir aber gegen die Cherka Corporation sind, werden wir das Ganze anders handhaben. Wie genau, werde ich euch zeigen. Behaltet das einfach mal im Hinterkopf, dass wir den Proben bringen sollen und noch andere Dinge. Vorher gehen wir aber in die Kantina, denn da haben wir noch eine kleine Verabredung. Ne, wir könnten hier ein bisschen Parsak spielen, Mebla Dule. Oder, mit ihm hier, glaube ich, kann man, ich weiß gar nicht, kann man mit Dota halt auch spielen? Ne, mit dir kann man nicht mehr spielen. Was hast du denn zu sagen, Karen Fault? Kann ich etwas für euch tun? Wenigstens kann der richtig sprechen. Was könnt ihr mit der Cherka Corporation sagen? Tja, wir sind das einzige Unternehmen, das auf der Citadel Station operiert. Wie sagt man so schön? Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wenn sich diese Telos-Sache auszahlt, sind wir im Geschäft. Falls es Lawson nicht vermasselt. Telos-Sache? Ihr meint die Planetensanierung? Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal. Mit dem reden wir später. Ich wollte nämlich erst einmal mit ihr hier reden. Hallo, ich habe gehört, was an den Docks passiert ist. Können wir uns kurz unterhalten? Natürlich können wir das. Ich kümmere mich für Lopak Slask, den örtlichen Chef der Exchange, um alles, was im Leben Spaß macht. Spice... Glücksspiel. Und ihr gehört zur Exchange? Keine Sorge, ich tue euch nichts. Ich bin nicht immer einer Meinung mit dem Kerl, auch nicht, wenn es um euch geht. Was meint ihr denn damit? Mal ehrlich, seid ihr wirklich ein Jedi? Das war ich einmal. Dachte ich mir. Das Kopfgeld hat nichts mit euch zu tun. Aber Slask, mein Boss, hört nicht auf mich. Aber ihr scheint mir recht fähig zu sein. Seid ihr das?
Natürlich bin ich das. Ich bin die fähigste Person, die du jemals treffen wirst. Gut, das mag ich an einer Frau. Also, helft mir mit Lopax Lask und ich halte euch die Exchange vom Hals und finde euer Schiff. Das klingt doch soweit ganz gut. Was habt ihr denn für ein Problem mit Slask? Abgesehen davon, dass er ein schleimiger Quarren ist, Slask arbeitet für Goto auf Nar Shaddaa. Dieser Goto, er ist starrköpfig und skrupellos. Für ihn zählen nur seine Zahlen. Goto hält sich diesen Schleimbeutel nur wegen des Geldes. Dabei könnte er mindestens doppelt so viel rausholen. Ich sollte hier das Sagen haben. Aber Goto mag es nicht, wenn man die Befehlskette durchbricht. Ich muss Lopax Lask also irgendwie loswerden. Und dabei brauche ich eure Hilfe. Ah ja, aber ich werde euren Boss nicht vor euch töten. Dann verjagt ihn eben, ist mir auch recht. Solange Slask hier ist, hetzt er immer wieder seine Leute auf euch. Und wer denkt, ihr hat wohl die Ebon Hawk? Eigentlich gehört sie ja sowieso der Exchange. Sie gehört der Exchange? Was? Richtig. Sie war der ganze Stolz eines gewissen Darvik. Er war der Chef der Exchange auf Taris. Wie die Ebon Hawk die Zerstörung von Taris überlebt hat, weiß ich nicht. Aber eines ist klar. Sie wurde gestohlen. Okay, und was müsste ich machen? Ich verschaffe euch Zugang zu den Räumen der Exchange im Wohnmodul 082. Sie liegen westlich des Eingangs. Die meisten Wachen arbeiten für mich. Es dürfte also nicht allzu viel Widerstand geben. Sobald ihr Slask beseitigt habt, kläre ich die Sache mit dem Kopfgeld und besorge euch euer Schiff. Abgemacht? Abgemacht. Dann bis bald. Viel Glück, Schätzchen. Viel Glück, Kleine. Danke. So, Luxa hat uns jetzt hier sehr weitergeholfen, indem sie uns Zugang zu Exchange verschafft. Und dann reden wir doch mit dem hier. Hallo, Current Ford. Da seid ihr ja wieder. Ganz genau. Was könnt ihr über die Exchange sagen? Hatten wir schon? Telos-Sache, was meint ihr mit der Planeten... ihr meint die Planetensanierung? Ja, im Moment ist das Ganze ein reines Spekulationsobjekt. Aber wenn die Sanierung funktioniert, wird die Republik solche Projekte auch auf anderen zerstörten Welten planen. Hoffen wir zumindest. Wenn wir uns in den Prozess einschalten können, stehen der Cherka Corporation in Zukunft große Gewinne ins Haus. Und wie profitiert die Cherka Corporation vom Sanierungsprojekt? Im Rahmen des Vertrages für einen Planeten wie Telos ist die Cherka Corporation befugt, die natürlichen Ressourcen des Planeten auszubeuten, um das Projekt zu finanzieren. Hinzu kommt, dass sich mit dem Senat leicht verhandeln lässt. Er wirft ungeniert mit Credits um sich. Die angespannte Finanzlage der Republik scheint niemanden zu interessieren. Und natürlich kann die Cherka Corporation auf neuen Planeten neue Märkte für ihre Produkte erschließen. Alles in allem sind wir sehr zufrieden. Okay, erzählt mir von Lorso. Jana Lorso. Diese Frau ist... Ach, vergesst es. Sie ist meine Vorgesetzte, das ist alles. Früher oder später macht sie einen Fehler. Dann schlage ich zu. Und was für einen Fehler? Sie hat ihre Finger in zu vielen schmutzigen... Hey... Ich habe wohl zu viel getrunken. Ich sollte nicht mit euch darüber reden. Vergesst, was ich gesagt habe. Dann gehe ich jetzt mal. Okay, also Jana Lorso hat wohl ihre Finger in zu vielen schmutzigen, Dingen. Warum habt ihr ein Problem mit der Republik? Es ist ja nicht so, dass Onderon von dem Anschluss nicht profitiert hätte. Das war einer der dunkelsten Tage unserer Geschichte. Talia hat Onderon an die Republik verkauft. Und was haben wir dafür bekommen? Nichts. Als Lohn für das Blut unserer Soldaten wurde der Wohlstand von Izitz geopfert, um tote Planeten wie diesen zu dekorieren. Aber wenn es die Republik nicht gäbe, würdet ihr heute alle Mandalorianisch sprechen. Und weil wir die Hilfe der Republik angenommen haben, sollen wir ihr ewig verpflichtet sein? Ihr tut ja gerade so, als hätte die Republik Onderon zu einer Gefängniskolonie gemacht. Vielleicht. Nur, dass die Republik uns nicht einmal erobern musste. Unsere eigenen Leute haben uns verraten und der Republik alles gegeben, was sie wollte. Das scheint ein kleiner Interessenkonflikt zu sein zwischen einem Onderon-Soldaten und einem republikanischen Soldaten. So, wir gehen mal weiter. Denn wir haben zwar einen Auftrag, und zwar der Exchange einen Besuch abzustatten, aber den führen wir nicht sofort aus. Wir gehen erst einmal zum guten Dingens. Oh, was war das eben? Ich glaube, das war hier irgendwie ein Kopf oder so. Ein sehr hohler, schwarzer Kopf. Also, ne, schwarz von innen, weil da keine Sonne reinscheint. So. Hier, mit dem wollten wir doch sprechen. Hallo, du da. Gren. Kann ich euch irgendwie helfen?
Ja, Samhain will, dass ich ihm drei Dinge besorge, dann liefert er. Wenn wir wüssten, wann er eine Transaktion durchführt, könnten wir ihn verhaften. Welche drei Dinge braucht er? Blätter von der Bahani-Pflanze, der Itorianer, ihr Schildprototyp und medizinische Vorräte. Bachani, Bakani, Bahani, wie auch immer. Das alles? Wenn das eine seiner üblichen Lieferungen ist, erklärt das einiges. Es wird ein Weilchen dauern, die Sachen zu besorgen. Okay, ich habe alles besorgt. Bringt die Sachen zu Samhain. Anschließend kommt ihr zurück und sagt mir, ob alles geklappt hat. Dann werde ich im Dockmodul auf unseren Freund warten. Wenn er euch vor dem Abschluss der Transaktion nicht gehen lässt, begleitet ihn. Ich postiere einen meiner Männer in der Nähe des Dockmoduls. Und sobald er euch sieht, informiert er mich. Alles klar? Klaro, seid einfach zur Stelle. Ich werde da sein, keine Sorge. Sorgt ihr nur dafür, dass er zur Landebucht kommt. Wir müssen ihn in Flagranti schnappen. Das kriegen wir bestimmt hin. Wir haben einen Koffer mit beschlagnahmter Ware erhalten. Außerdem, 50 Erfahrungspunkte ist nicht wirklich viel, aber mein Gott, wenn es uns hilft, die Quest zu erfüllen, werden wir danach bestimmt noch mehr belohnt. Mit viel mehr Erfahrungspunkten meine ich natürlich. Ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie um Geld scheren. Wir sind ja ein Jedi. Jedis verzichten ja generell auf jegliche Art von Besitz. So, damit gehen wir jetzt zum Samhain. Und werden ihn einfach mal fragen, was er denn davon hält, dass wir das Zeug schon besorgt haben für ihn. Hallo Samhain, alte Socke. Willkommen zurück. Wie kann Samhain Dobo euch behilflich sein? Ich habe die Gegenstände, die ihr haben wollt. Oh Gott, das ist wieder viel zu lesen für mich. Also zum Vorlesen. Also er will, dass wir ihn in die Landebucht begleiten. Das machen wir doch liebend gerne. Ich will kein Risiko eingehen. Braucht er nicht. Sicher, wir brechen... wann brechen wir auf? Wir gehen sofort. Klasse. Wurde auch Zeit, Samhain. Komm endlich in die Gänge. Ich bin sowieso schon spät dran. Du hast ja keine Ahnung. Wenn nicht alles genau nach Plan läuft, stellt die Jacker Corporation Fragen. Und wir wollen doch nicht, dass jemand Fragen stellt, oder? Je schneller wir das Zeug einladen, desto schneller können wir von hier verschwinden. Stehen bleiben. Ihr seid verhaftet. Eure Besitztümer werden als Beweismittel sichergestellt. Das reicht, Samhain. Spielt nicht den Unschuldigen. Wir wissen von euren Geschäften dank unseres Freundes hier. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, Lieutenant. Er hat eine Granate. Er schießt ihn. Ist ja absolut Spitzenklasse. So, wir gucken mal ganz kurz, ob wir hier irgendwie ihn nicht verwunden. Lichtschwertwurf, Machtstoß, Schock, Horror. Komm, wir horrorisieren ihn. Wir horrorn ihn mal. Und dann speeden wir mal kurz. Und dann prügeln wir einfach mal aus den Schuhen. So, die Granate hat gerade bei uns Schaden gemacht. Auch plus 12. Ist nicht wirklich viel. Wichtig ist, dass wir ihn wegprügeln. Ich wusste, dass ihr das genauso seht. Alle mal mitkommen. Ich glaube, ihr überschätzt eure Möglichkeiten, Samhain. Wir haben jetzt Beweise gegen euren Schmugglerring. Jetzt muss auch der Rat endlich handeln. Ich muss mich wieder einmal bedanken. Ohne eure Hilfe hätten wir Samhain nie das Handwerk legen können. Es ist nicht notwendig, diesen Verbrecher... es war notwendig, diesen Verbrecher zu beseitigen. Jetzt können wir sicher sein, dass er entfernt wird. Ich denke, er wandert jetzt für lange Zeit hinter Gitter. Endlich sind wir diesen Mistkerl los. Wenigstens bis ein anderer seinen Platz einnimmt. Ich habe versprochen, euch für eure Hilfe zu belohnen. Und ich stehe zu meinem Wort. Jetzt muss ich aber los. Die Pflicht ruft. Danke nochmal für eure Hilfe. Gern geschehen. 500 Credits und 150 Erfahrungspunkte. Außerdem epische Musik mit heller Seitepunkte. Und ihr seht, es ist schon ziemlich hell hier. Gut, wir gehen weiter.
Das war das eine. Können wir doch irgendwas anderes machen? Kann ich euch irgendwie helfen? Klar, ich würde gerne über das Kopfgeld reden. Was gibt's? Und zwar schon gut. Kann ich euch irgendwie helfen? Klar, ich würde gerne über das Kopfgeld reden. Was gibt's? Und zwar schon gut. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, ich würde gerne... Nein, komm, wir gehen einfach mal. So, das war das Erste, was wir machen können. Also mehr konnten wir bis jetzt hier an der Stelle noch nicht regeln. Aber ich meine, wir haben einem Schmuggler das Handwerk gelegt. Als nächstes laufen wir wieder zurück. Vielleicht mal ein bisschen schneller. So, Kraftschuberisieren. Und dann laufen wir hoch zum Wohnmodul 82. Da wollten wir der Cherker, nee, der Exchange einen Besuch abstatten. Nicht der Cherker Corporation, der Exchange. Und das verheißt ein bisschen mehr Axioneth. So, und zwar da drüben. Ne, ihr erinnert euch, wir sind ja hier vorher nicht reingekommen beim Exchange-Gauner. Ich speichere mal kurz zwischen. So, da sind wir ja vorher nicht reingekommen. Du gehörst nicht zu Exchange, also raus hier. Du kannst mich nicht aus dem Wohnmodul schmeißen. Chodabat schickt mich. Nein, ich würde mal sagen, Luxa schickt mich. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich da einlässt, Mensch. Wula, hier ist ein Mensch. Der Slosk will. Es passt alles. Mach die Tür auf. Also der zu Slosk will. Ne, hier hat wieder ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Jetzt will ich mal gerade mal was schauen. Oh, Tagebucheintrag. Zack. So, ne, also das ist die Diplomatie, Exchange, da sollen wir mit Lopax Last finden. Musst du wohl oder übel eine andere Möglichkeit finden, mit Lopax Last zu sprechen. Den haben wir gerade gefunden, Luxa und Lopax. Außerdem möchte Luxa, dass wir Lopax loswerden. Dann haben wir einen Bonus, falscher Batu, das müssen wir noch rausfinden. Kopfgeld, geflohene Verbrecher, nach zwei Verbrechern, die werden wir bestimmt auch noch finden. Dann haben wir hier noch Batone verschwunden. Das wollte ich rausfinden. Dock-Operation der Chair Corporation überwacht hat. Rat von Telos Aussagen, doll. Okay, das kriegen wir auch noch raus. Neue Energiequelle, gut. Dann zwischenspeichern und rein hier. So, hier sind wir. Ich bedauere, aber hier muss ein Irrtum vorliegen. Es ist kein Termin eingetragen. Seid ihr sicher, dass der Termin heute war? Natürlich, warum wäre ich sonst hier? Vielleicht habt ihr einen Fehler in eurem System. Also wenn, wie war doch gleich euer Name? Mitra Sirik. Verzeihung, der Gast für Lopax Lask ist eingetroffen. Bitte macht die innere Tür auf. So, das war's. Angenehmen Tag noch. Die scheinen öfter Systemfehler zu haben, wenn die darauf reinfallen. Gamoriale Wache, die tun uns hier nichts. Versteht nicht einmal Basic, sowas aber auch. Wir laufen erst einmal links rum. Denn hier finden wir einen eingesperrten Turianer. Seid ihr hier, um mich zu quälen wie die anderen? Nein, warum seid ihr hier gefangen? Dann befreit ihr mich vielleicht. Ich wurde hier von zwei großen Gamorianern eingesperrt und weiß nicht warum. Sie haben mir nichts zu essen gegeben und lassen mich nicht zu meiner Herde zurück. Wie kann ich euch befreien? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Energiekäfig wird ferngesteuert. Es muss hier irgendwo ein Sicherheitspanel geben. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, ein ferngesteuerter Käfig, der irgendwo ein Sicherheitspanel hat. Hier können wir nicht rein. Das heißt, es bleibt nur noch ein Weg für uns. Ignorieren dich vermutlich, spricht er nicht einmal Basic. Die sind wirklich sehr, sehr dumm, die Gamorianer. Aber irgendwie finde ich die ja cool. So, diese Schweineviecher. Richtig gute Bösewichte. So. Oh, das sieht nach ein bisschen Action aus. Du hast Mut, hierher zu kommen, Jedi. Immerhin ist ein hübsches Kopfgeld auf dich aufgesetzt. Was willst du? Ich bin kein Jedi. Nein, ich würde mal sagen, hier. Chodo Habat schickt mich. Gibt's hier noch irgendwas? Nein, wir sagen mal das hier. Du, was? Hatte ich bezüglich dieses Dummkopfs und seiner Schergen nicht genaue Anweisungen gegeben? Wer hat denn den denn hereingelassen? Mart, hol sofort den Türsteher her. Nata, Jogo, bla bla, mach diesen dämlichen Jedi fertig. Mit Vergnügen. So, also irgendwie ist er nicht besonders gesprächig. Ist halt ziemlich doof, das heißt, wir müssen leider hier alle verprügeln. Da haben wir Benok. Wir speedisieren uns zuerst einmal. Und dann stürmen wir rein und prügeln alles weg.
Matu. Und Benok. Beenden wir es. Los, prügel ihn weg. Das wird uns nicht lange aufhalten. Ich hoffe, unsere Leute schaffen es. Ja, die sehen ganz gut aus soweit. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Nahata. Der hier, okay, wir hätten wahrscheinlich erst die kleinen Gauner fertig machen sollen, bevor wir die drei hier wegpusten. Überreste, was haben wir denn hier? So, schwerer Kampfanzug. Das klingt doch mal klasse. Und was haben wir hier bei dem da? Bei Benok? Benoks Blaster. So, hier war doch irgendwo geflohene oder zwei Rodianern. War das nicht. Achso, war das nicht das hier? Ich dachte, wir hätten noch irgendwas mit denen. Aber gut, ist doch egal. Wir machen erstmal so weiter. Überreste, hier haben wir auch noch was. Okay, Konstitutionsenhancer. Ist ja nicht weiter schlimm. Laborstation, hier könnten wir wieder ein bisschen laborisieren. Verbessertes Medikit machen wir jetzt aber an der Stelle nicht. Denn wir sind soweit ganz gut ausgerüstet. Wir speichern auch nochmal kurz zwischen und gehen dann hier rein. Mein Gott, die Tür geht nicht auf. So, dann müssen wir es halt ganz normal knacken. Die Gamorreaner tun uns zum Glück nichts. Das liegt daran, dass die auf unserer Seite sind. Luxa sagt, ihr seid, dass ihr stark seid. Geht rein, dann werden wir sehen, ob sie recht hat. Hui, hui, hui. Was machst du jetzt da mit Kobis vor der Tür? Wollt ihr ihn jetzt sehen? Ja, ich schicke ihn rein. Hui, hui. Was? Egal, wer hat dich reingelassen? Er wird sich wünschen, tot zu sein, wenn meine Druiden und so weiter. Okay, das sind bloß ein paar Druiden, Bodyguard-Druiden, nicht weiter schlimm. Keine Gefahr für uns. Unser guter Edson macht ja richtig großen Schaden auf die. So, das war Druide Nummer 1. Das ist Druide Nummer 2. Ich bin beeindruckt, dass du weit gekommen bist, aber überleg doch mal. Ich könnte ein wertvoller Verbündeter sein. Was willst du wissen? Willst du dich uns anschließen? Willst du Geld? Ach, jetzt will er auf einmal quatschen. Ich will, dass ihr die Turianer in Ruhe lasst. Was? Deswegen die ganze Aufregung? Ah, anscheinend haben wir Besuch. Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst, Luxa. Slask. Ich nehme an, das verdanke ich dir. Das wäre schon möglich, ja. Ich hätte es wissen müssen, du warst schon immer ehrgeizig. Aber es reicht jetzt, kommen wir zum Geschäft. Ich glaube, dass wir diesen Raum alle Leben verlassen werden. Können wir darüber reden und uns einigen? Selber, Luxa, keine Sorgen, kümmere mich später. Das bezweifle ich, aber macht euch im Luxa keine Sorgen. Um die kümmere ich mich später. Ich bin hier, um zu kämpfen. Nein, wie sagen wir das hier? Können wir darüber reden? Nur wenn wir auch über Luxas Terminierung reden. Ein gutes Angebot einverstanden, das könnt ihr vergessen. Slask, adios. Das bezweifle ich, Slask, aber keine Sorge, ich werde euch beide umlegen. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Sagen wir mal das hier. Ich glaube, wenn wir das sagen, müssen wir gegen beide kämpfen. Sagen wir mal das. Also ich werde mich nicht auf sein Angebot einlassen, Luxa zu töten. Das wäre ja auch ziemlich blöd. Darum sage ich lieber, ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Wie sagt man so schön? Alles muss man selber machen. Tja, kämpfen müssen wir gegen sie jetzt sowieso. Also was soll's. Speederisieren wir uns mal kurz und prügeln sie da aus den Schuhen. So, ne, während Kreia die Schweine ein bisschen auffällt. Eigentlich sollten wir die Gelegenheit nutzen, die Schweine... Ne, komm, wir hauen weiter auf Luxa drauf. Die Schweine werden so schon sterben. Zum Glück haben wir Kreia dabei, muss man echt mal sagen. Ihre Macht ist wirklich unheimlich stark. Danke für eure Hilfe. Ich habe Luxa Schläger verdächtig, aber ich wollte abwarten, was sie vorhat. Ich will, dass sich die Exchange nicht mehr in die Sanierungsprojekte der Etorianer einmischt. Warum? Die Etorianer ruinieren meine Profite.
Weil ihr sonst nicht mehr viel für euren Profit habt? Oder weil ich euch darum bitte? Komm schon, das kannst du doch besser. Mit der Exchange ist nicht zu spaßen. Besser? Seht euch um. Ist das gut genug? Hm? Du meinst es ernst, was? Na gut, ich lasse die Turianer in Ruhe, aber jetzt spitzt mal die Ohren. Die Exchange lässt sich nicht bevormunden. Wenn du uns provozierst, wehren wir uns. Interessant. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Hätten wir vorhin die untere Möglichkeit ausgewählt, die untere Auswahlmöglichkeit, dann hätten wir auch ihn töten müssen. Aber ihn zu töten, das heißt, wir hätten die beiden Geschütze verprügelt und ihn letztendlich auch. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Denn die Itorianer haben, oh hier, das gucken wir uns gleich mal an. Nee, wo war das? Hier war das. So, Stärke plus 2, momentan haben wir Geschicklichkeit plus 2, Computerkenntnis und Sicherheit. Stärke plus 2 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich muss gucken, wen ich das gebe. Ihr vielleicht. Komm, wir geben das mal ihr. Ich höre. So. Ja, wir speichern noch mal kurz zwischen. Die Itorianer haben uns ja darum gebeten, das Ganze friedlich zu lösen, also friedlich wie möglich, also ne, friedlich mit der Exchange zu verhandeln. Das hier war ja unvorhergesehen, ne, das hier, wisst ihr? Dementsprechend haben wir uns an das gehalten, was, worum uns die Itorianer gebeten haben, und deswegen werden wir jetzt als nächstes mit denen reden und denen die frohe Botschaft übermitteln. Schildvisier. Das sieht ja mal sehr interessant aus. Ne, wie gesagt, ich Zabrak Kampfanzug, okay, ich kenne nicht alle Gegenstände sofort, die man hier finden kann. Das hängt eben damit zusammen, dass das eben Zufall ist, was man findet. Schildvisier ist eine mittlere Rüstung mit Defensivbonus. Achso, wir können unser Level abmachen. Den machen wir auch gleich mal. So, Levelaufstieg, Fähigkeiten. Hier setzen wir natürlich wieder auf altbewährtes und außerdem noch mal einen Punkt hier rein. Auf Reparieren. Talente. So, dann nehmen wir hier natürlich als nächstes Meisterunruhe, ne, also Unruhemeister. Jetzt haben wir gar keinen Malus mehr, wenn wir irgendwie draufprügeln auf die Gegner. Wir könnten noch mehr Lebenspunkte nehmen, das machen wir aber später, die brauchen wir nicht jetzt sofort. Machen wir wahrscheinlich beim nächsten Level ab oder so. Als Macht nehmen wir außerdem hier, ne, Rittergeschwindigkeit. Jetzt hält das 36 Sekunden lang und nicht nur, achso, es hält immer 36 Sekunden. Okay, sorry, da steigt die Sekundenzahl nicht, aber wir haben jetzt einen weiteren Angriff pro Sekunde. Vorher hatten wir das noch nicht, vorher waren wir einfach nur schneller und hatten mehr Rüstung. Jetzt haben wir 4 Rüstungen anstatt 2 und wir haben einen zusätzlichen Angriff mehr. So will ich das haben und wir nehmen an, damit sind wir jetzt wieder richtig stark. Also viel, viel stärker als vorher. So, nachdem wir jetzt schön verhandelt haben, so wie sich das gehört, gehen wir zu den Etorianern, überbringen ihnen die frohe Botschaft. Die werden sich bestimmt freuen, dass wir das Ganze friedlich geregelt haben hier. So, was hast du denn zu sagen? Bitte tötet mich nicht. Ich tue nur meine Arbeit. Ich weiß doch. Da hätten wir einen sicheren Job haben müssen. Verschwinde, da bringe ich euch nicht um. Gut, aber geht mir aus dem Weg. Sagen wir das hier. So, verschwinde, da bringe ich euch nicht um. Ist wahrscheinlich irgendwie eine Art Drohung oder sowas. Deswegen mache ich das nicht. Ich will es jedenfalls nicht riskieren. Und wir gehen zu den Itorianern. Hallo Leute, hallo, das ist wohl die Empfangsdame. So, der war glaube ich rechts, ne? Links war die Pflanze, deswegen laufen wir jetzt erstmal rechts lang. Denn rechts waren Moza und Chodo Habat. Ihr seid zurück, ihr habt Super Slask getroffen. Klar haben wir das, er lässt euch ab jetzt in Ruhe. Ich spüre, dass euer Treffen nicht friedlich verlaufen ist, das Blutverlesen betrübt mich. Denn das wollte ich nicht. Ich stehe erneut in eurer Schuld. Bitte nehmt diese bescheidene Gabe, bis wir euch besser entschädigen können. Danke. Was bleibt jetzt noch zu tun? Telos, bla bla, Geschwür, bla bla, Cherka, bla bla. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich will mal ganz schnell kurz was laden. Also, ganz kurz schnell was laden. So, und dann laufen wir doch mal weiter. Also, vermutlich hätten wir Luxa nicht anbieten sollen, ihr zu helfen, da einzubrechen. Und hätten einen anderen Weg reinfinden müssen.
So nach dem Motto, Chodo Habat schickt uns, lass uns rein und so weiter. Dann hätte man das Ganze wahrscheinlich irgendwie friedlich lösen können. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe es immer so gemacht auf diese Weise. Ich habe es auch mal anders ausprobiert, beide zu töten. Aber anders bin ich hier noch nie reingekommen. Ihr könnt es mir gerne mal, wenn ihr es wisst, in die Kommentare reinschreiben. Es würde mich mal interessieren, wenn ihr es zufällig wisst, gibt es hier tatsächlich einen friedlichen Weg, das Ganze zu lösen? Also Luxa quasi abzulehnen? In die Exchange reinzugehen und das Ganze so friedlich zu lösen, dass man vielleicht helle Seitepunkte bekommt oder so, ne? Dass der hier mit uns zufrieden ist. So. Okay. Ich kann das nicht annehmen. Betrachte es als eine Investition in Telos. Das wollte ich eigentlich auswählen. Auch der kleine Beitrag hilft auf lange Sicht. Ja, hoffentlich wird die Regierung von Telos begreifen, was für ein Geschwür die Cherka Corporation geworden ist. Ja, die CSD, Cherka Sicherheitsdivision oder sowas, ne? Regierung unterwandert, bla bla. Okay, wir sollen der Cherka das Handwerk legen. Wie ist die Cherka Corporation überhaupt so weit gekommen? Preiswerte Ressourcen, naja, und Sicherheitsdienste. Mhm. Okay, und ich würde sagen, ich helfe euch. Aber das Computersystem kann geknackt werden, oder? Okay, also die Turianer haben Techniker, die das Sicherheitssystem knacken können. Von außerhalb, aber sie brauchen Daten. So, und wie sollen wir diese Daten beschaffen? Es gibt einen Mitarbeiter bei der Cherka Corporation, der vielleicht bereit wäre, uns zu helfen. Er vertreibt sich die Zeit... Ich weiß, bla, Lösung, ja. Gut, ich habe doch gesagt, dass ich kein Jedi bin. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Gut, der Cherka-Mitarbeiter, der sich seine Zeit in der Kantina vertreibt, den haben wir schon mal getroffen und der wird uns helfen können, Lichtschwert-Energiezelle-Befestigung erhalten. Das ist sehr interessant. Helle Seitepunkte, weil wir die Belohnung rausgeschlagen haben. 700 Erfahrungspunkte außerdem mit oben drauf. Sehr, sehr schön. Vielleicht hätten wir nochmal helle Seitepunkte erhalten, wenn wir Luxa abgelehnt hätten und das Ganze komplett ohne Blutvergießen geregelt hätten. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Wir halten uns aber jetzt nicht mehr länger daran auf, sondern machen einfach mal so weiter, wie wir das gemacht haben. Wir stehen zu unserer Entscheidung. So, Entschuldigung, da musste ich gerade mal husten. Und genau, wir stehen letztendlich zu unserer Entscheidung. Bevor wir da reingehen, gehen wir in die Kantina. So, und hier geht's runter. Ich würde sagen, ich speichere mal zwischen. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wie man das Ganze, ob man das Ganze hätte friedlich lösen können, um komplett helle Seitepunkte abzusahnen, also Luxa ablehnen, trotzdem bei der Exchange rein, niemanden töten und das Ganze schön rausreden und verhandeln, dann schreibt es in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren, ob das geht. Ich habe es nie so gemacht, ich habe entweder immer irgendwie Luxa vermöbelt oder alle beide. Dementsprechend wäre das doch sehr interessant für mich zu wissen. Und ich beende hier an der Stelle die Aufnahme. Als nächstes... Ne, haben wir hier, wir haben, achso, Hersteller des Lichtschwerts haben wir gerade bekommen. Hier, ne, Bartholomew verkleidet Killer, Landebuch 3 auf der Station gelandet ist. So, das haben wir mittlerweile rausgefunden, was das hier angeht. Außerdem haben wir, ne, falscher Bartu. Lieutenant Grain hat herausgefunden, dass der Verkleidet Rilla, Landebuch 3, Landebuch 3 ist. Okay,
Gut, das kriegen wir auch noch raus. Das machen wir noch alles. Wir haben noch genug Nebenquests zu erledigen. Wir gehen als nächstes in die Kantina, werden dort die nächste Quest annehmen, die uns hilft, den Ituriadern zu helfen, mit der Cherka Corporation fertig zu werden. Und dann haben wir noch ein paar Kopfgelder zu erledigen. Und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, die meisten Quests, die wir hier jetzt noch offen haben, letztendlich dann zu erledigen. Ich bin sicher, dass wir es schaffen werden. Und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Würde mich riesig freuen. Schreibt mir Kommentare, wenn ihr mehr wisst als ich. Freue ich mich natürlich riesig drüber. Schreibt mir konstruktive Kritik, falls ich irgendwas verbessern sollte. Und ansonsten hoffe ich natürlich, ihr seid wieder in der nächsten Episode mit dabei. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich bis dann. Tschüss.